Wir empfangen Markus Krebs. So, die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Markus Krebs, bin geboren am 26.07. Und als ich so 3 Jahre alt war, meine Eltern sich ganz schön Sorgen um mich gemacht. Ich habe noch nicht ein Wort gesprochen. Und da hat meine Mutter gekocht, da habe ich gesagt, Mama, die Nudeln sind matschig. Und meine Mutter war total aufgeregt. Ich sage, hör mal, du kannst ja doch sprechen. Warum hast du ja bisher nichts gesagt? Ja, bisher war alles in Ordnung, ne? Ich lese wieder aus meinem Buch, heute das Kapitel Scheiße ist, wenn Furz was wiegt. Ne, ich bin schon froh, dass Karneval wieder los ist. Ich bin ja zum Umzug eingeladen worden. Ich war der Einzige, der war verkleidet. Alle anderen haben Kisten geschleppt. Hat mich ein bisschen... Aber ich werde wieder Karneval in meiner Stammkneipe in Duisburg feiern. Oder ja, danke. Ja, komm. Ich sag mal so, viele sind da drin, die haben vom Gesicht her ganz ja Halloween eigentlich. Ja, da kam schon Frauen rein, da habe ich gesagt, wer ist er? Ne? Ja. Du kommst da rein, da sitzt Dieter vorne, immer mit dem Kopf auf der Theke. Da sagst du, ist der voll oder magnetisch? Ja? Und dann stellt ihr dir Fragen. Markus, wie heißt nochmal der eine von Max und Moritz? Ich sag Max, nee, der andere. Das ist ein Typ. Haare bis zur Hüfte, fangen aber erst am Schulterblatt an. Weißt du? Hat sich hier oben am Oberarm, hat er sich ein halbes Hähnchen tätowieren lassen. Und drunter einen Teller für die Knochen. Also hat richtig an... Aber ein sportlicher Typ. Ich habe ihn mal gefragt, wie viele Liegestützen kannst du? Sagt er, ja, alle. Es heißt, er wäre mit seinem Geschlechtsteil mal im Guinness-Buch der Rekorde gewesen, wurde dann aber aus der Buchhandlung geschmissen. Ich weiß. Die könnt ihr untereinander erklären, ist gar kein Thema, wenn Fragen sind. Das Einzige, was der wirklich gut konnte, der konnte gut Witze erzählen, gerade diese kurzen. Da ist zum Beispiel jemand, der schellt an eine Tür an, ja? Die Frau, die dort wohnt, öffnet die Tür, sagt er, guten Abend, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagt sie, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. Oder da schellt einer an eine Tür, wird aufgemacht, sagt, guten Abend, wir sammeln es für städtische Kinderheim. Kleinen Moment bitte, Kevin, Justin, kommt ihr mal. Die hat er drauf. Da kommt ein Pinguin, kommt zum Fotografen und sagt, ich hätte gern Passbilder. Sagt der Fotograf, ja, schwarz-weiß oder Farbe? Oder was sagt ein Schizophrener namens Sex? Na, wer war ich? Weißt du so, ne? Das ist ein Typ, der hat seine Frau bei uns in der Kneipe kennengelernt, hat sie am ersten Tag ins Kino eingeladen, nach dem Film auch wieder abgeholt. Wir haben immer gedacht, der findet keine Freundin, weil der hat eine Bude, sowas hast du noch nicht gesehen. Der hat eine Katze. Jetzt hat er keinen Bock gehabt, das Katzenklo zu machen, hat immer nur nachgekippt. Da komme ich rein, begrüße ich mir eine Katze auf 1,80 Höhe. Dann gucke ich in sein Schlafzimmer, Etagenbett, vorne Panini-Aufkleber drauf, da war der Matthias Neuengladbach.
Ich sage, was ist das denn, Etage mit? Ja, ihr könnt ja mal eine kennenlernen. Ich sage, dann ist Etage mit geil, da hast du recht. Hat dann geheiratet, er hatte mit der Kirche eigentlich nicht so, er war nur einmal in der Kirche und hat dann einen Falschparker ausrufen lassen. Er hat auch das Hochzeitsvideo immer gern rückwärts geguckt, wenn er den Ring wieder abnimmt und geht wieder in die Kneipe zurück, weißt du? Aber das ist eine Frau, das ist eine Frau, da kann ich jetzt. Sie hat gesagt, sie hat sich einen Hula-Hoop-Reifen gekauft, ja, der passt. Ich habe sie gefragt, ganz ehrlich, wie viel wiegst du? Sag ich nicht, ich sag, komm, die ersten drei Zahlen. Weißt du, ne. Aber lecker, Schatz. Sie hatte sehr viel Holz vor der Hütte, aber durch den Bauch sah das Holz gestapelt aus. Weißt du? Und die Frau, die hat einen am Helm, die ist irgendwann mal vor der Schleuse geschwommen oder was, ich weiß nicht, pass auf. Da sagt die zu ihrem Mann, Schatz, wie heißt nochmal Gebäude, die geschützt werden müssen? Er so, denk mal. Sagst du, mach ich, komm nicht drauf. Jetzt haben sie Nachwuchs bekommen. Ja? Und er sagt, Markus, ich komme in das Zimmer rein, die verschrumpelten Ärmchen. Ja, das zerknautsche Gesicht, die verklebten Haare. Ja, und daneben das Baby, ne, das war hart. Ne? Ich habe ihn gefragt, Junge oder Mädchen? Sagt er, ja sicher. Aber die haben sich jetzt getrennt. Er kam nach Hause und hat sie in flagranti erwischt. Ne, kam ins Schlafzimmer und sie war gerade mit jemand anders da, hier für Erwachsene. Ne? Und da sagt er, was geht hier vor? Und der Typ, deine Uhr. Und sie saß im Bett, Schatz, ich kann dir alles erklären. Ja, dann erklär mal abseits. Ne? Ich habe ihn schon etwas länger nicht mehr gesehen, aber was mir immer in Erinnerung bleiben wird, sind seine Witze. Und deswegen mache ich die Top 3 seiner Lieblingswitze. Pass auf. Frau geht arbeiten, Mann bleibt zu Hause, wir kennen das. Ich wollte keine Unruhe reinbringen. Aber bevor die Frau aber arbeiten geht, sagt sie zu dem Mann, denk dran, dass du mit dem Hund noch rausgehst. Der Mann, ja, ja, kennen wir auch. Frau geht arbeiten, Mann ist zu Hause, draußen fängt es richtig an zu regnen. Da hat der Mann hat er gar keinen Bock drauf. Macht nur die Tür auf, lässt den Hund so raus. Der Hund kommt 20 Minuten später wieder rein, hat ein Kaninchen im Maul. Sagt er, oh, da ist doch Kaninchen unserer Nachbarn. Macht das sauber, geht rüber, legt das in den Stall. Am nächsten Morgen, Frau und Mann sitzen zusammen beim Frühstück, sagt die Frau, hast du gehört, was Gruseliges unserem Nachbarn passiert ist? Er so, nein, erzähl mal. Sagt sie, das Kaninchen lag tot im Stall. Er so, nein, wie gruselig. Sagt sie, ja, gruselig, weil die haben das einen Tag vorher beerdigt. Ich finde den auch gut. Pass auf. Platz 2. Typ sitzt in der Kneipe, kommt so ein kleines weißes Pferd vorbeigerannt. Er denkt, was war das denn? Denkt, hat sich verguckt, kommt das kleine weiße Pferd wieder vorbeigerannt. Sagt er zum Wirt, hör mal, was soll das denn hier mit dem kleinen weißen Pferd? Was soll das? Sagt der Wirt, hör bloß auf, geh mal unten bei uns im Bierkeller, hinterm Gurkenfass, da sitzt eine Fee. Wünsch dir was, weiß sie Bescheid. Der geht runter, kommt 20 Minuten später wieder hoch, hat eine Melone unterm Arm und hinter ihm läuft ein kleines Schwein. Da sagt er zu mir, hör mal, kann das sein, dass die mich da unten nicht versteht? Ich wollte 1 Million in kleinen Scheinen. Jetzt. Ich könnte hier schon abbrechen, pass auf. Da sagt er mir, glaubst du, ich habe mir einen 30 cm langen Schimmel gewünscht oder was? Ja.
So, und jetzt kommen wir zu Platz 1. Drei Männer stehen vor der Himmelspforte. Petrus kommt raus. Jungs, ich hab zu. Ich mach heute gar nichts. Sagt einer, ja, aber Herr Petrus, wir sind tot. Sagt Petrus, interessiert mich nicht. Pass auf, wenn ihr eine lustige Geschichte habt, wie ihr gestorben seid, dann lasse ich euch rein. Der Erste fängt an, sagt, ja, wisst ihr, bei mir ist es so, ich bin Anwalt und ich arbeite jeden Abend bis 8 Uhr. Jetzt habe ich um 7 Uhr schon Feierabend gemacht, weil ich meiner Frau nicht traue. Bin schon um 7 Uhr nach Hause. Und wir wohnen im 7. Stock in einem Hochhaus. Und ich habe die Treppe genommen, gar nicht den Aufzug, die soll gar nicht mitkriegen, dass ich komme. Und ich komme so in die Tür rein, da sitzt sie nackt im Bett, hat die für mich noch nie gemacht. Ich habe die ganze Bude abgesucht, ich finde keinen. Ich so einen Hals, so eine Krawatte. Geh auf den Balkon, will mir eine rauchen, und da hängt bei uns eine an der Brüstung. Ich ziehe einen Schuh aus, hau dem auf den Finger, der fliegt runter, wird aber durch die Bäume aufgefangen und überlebt. Jetzt habe ich so einen Kühlschrank bei mir am Balkon. Ich den Kühlschrank hochgewuchtet, schmeiße ihn hinterher, bleib aber mit dem Bein im Kabel hängen, fliege mit runter. Jetzt bin ich hier. Sag Petrus, ja Junge, geil, geh durch, klasse. Frag den Zweiten, was ist mit dir? Ja, wissen Sie, ich bin Fensterputzer. Und ich habe da in so einem 8. Stock in einem Hochhaus, habe ich die Fenster geputzt, habe mir da angeguckt, was ich da gemacht habe, fall hinten über die Brüstung, kann mich aber im 7. Stock gerade noch so festhalten. Da kommt so ein Vollidiot, hau mir mit den Schuhen auf den Finger. Ich fall runter, wird aber durch die Bäume aufgefahren und überlebe. Und wie Gott dank, da kommt um den Kühlschrank, klatsch. Ganz wie hier. Ja, Petrus, ja Junge, geh durch, klasse. Frag den Letzten, was ist mit dir? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wisst ihr, ich saß dann nackt in dem Kühlschrank. Dein Düsseldorfer Publikum liegt dir wieder zu Füßen und ich kann dir jetzt schon versprechen, im nächsten Jahr sehen wir uns hier auf der Bühne wieder. Wir bedanken uns bei Markus Krebs mit dreimal Düsseldorf. Markus Krebs, Komitee Düsseldorfer Karneval. Danke, tschüss Markus.